Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erichs kulinarisches Erbe. Und heute gibt's einen Schweden-Eisbecher. Und dafür braucht ihr Vanilleeis, Eierlikör, Apfelmus und Schlagsahne. Ja, es ist wieder sommerlich draußen, die Temperaturen steigen, da kann man sich auch mal einen Eisbecher gönnen, haben wir uns auch gedacht, deswegen wollten wir mal den Klassiker machen, dem ja Walter Ulbricht damals angeblich den Namen verpasst haben soll, Schweden-Eisbecher, als bei den Olympischen Spielen in Oslo die BRD-Eishockeymannschaft gegen Schweden verloren hat und aus Schadenfreude dann quasi dieser Becher auf diesen Namen der Schweden getauft wurde. Das Vanilleeis kommt oben auf den Apfelmus drauf. 3 Esslöffel sollten da an Apfelmus reichen, dann 3 Kugeln Vanilleeis oben drauf. Das Ganze natürlich am besten in einen vorgekühlten Eisbecher schon, sonst habt ihr da nachher nur noch Vanillesoße drin. Und oben auch gut gekühlte Schlagsahne, die ihr vorher steif geschlagen habt. Dann drüber zum Abschluss noch Eierlikör drüber kippen. Das kann jeder entscheiden, wie viel er davon nehmen will. Auf jeden Fall sollte es diese Kombination am Ende sein. Und wenn wir den noch ein bisschen ausdekorieren, dann sieht das so aus. Anstatt bunter Streusel kann man natürlich auch Schokostreusel nehmen oder was man möchte. Auf jeden Fall eine super leckere Kombination und schade, dass sie so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Probiert's aus. Ansonsten haben wir rechts auch noch weitere Vorschläge heute wieder für euch. Einen ungarischen Salat könnt ihr noch machen oder unten Schaschlik-Spieße. Alternativ auch für den Grill geeignet. Passt ja jetzt auch gut in die Jahreszeit. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert unseren Kanal kostenlos, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und schickt uns gerne auch eigene DDR-Rezepte an rezept@erichserbe.de. Und schaut auch auf unserem Blog vorbei. Da gibt es nämlich alle Rezeptangaben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.